Also lass mich das mal klarstellen. Hm? Wer hat jetzt ein schlaksiges Fohlen, das seine Geschäfte für ihn abwickelt? Wen nennst du ein Fohlen, Buster? Ich bin mehr Mann, als du es jemals ertragen könntest, Baby. Nun, du redest sicher nicht wie einer. Schau, kommen wir zur Sache. Big V hatte nicht viel Zeit, sich mit einem beschissenen C-List-Gangster in einem Trainingsanzug auseinanderzusetzen. Ich dachte, es würde ihm vielleicht einen großen Gefallen tun, wenn er eines seiner hübschen Geschäfte aus dem Weg räumt. Hast du denn Scheiß? Hängt ganz davon ab, ob du mein Geld hast oder nicht. Glaubst du, ich würde zu einem Drogendeal auftauchen, ohne die Ware zu bezahlen? Das ist die Hölle, Idiot. Verfickte Scheiße, ich bin nicht dumm. Dann lass mal sehen. Da siehst du, es ist alles hier. Was hast du darüber gesagt, dass du dumm bist? Vorhin? Lass mich das mal klarstellen. Ich tauche mit Vals Geld auf, um zu bezahlen, und ihr Scheißkerle zieht bei mir einfach so die harte Gangsterroutine durch. Warum? Um cool auszusehen? Du siehst nicht cool aus, du siehst traurig aus. Hör auf damit! Ich kann einen willensschwachen Handlanger erkennen, wenn ich einen sehe. Leichtes Geld. Wer scheint einen Scheiß auf diesen Deal zu geben? Also warum nehme ich es nicht einfach stattdessen? Vielleicht kannst du, wenn du dich benimmst, deinen Kopf im Austausch behalten. Oh, dieses abgefuckte, harte Jungsding hält mich nicht zum Narren. Aber vielleicht bringe ich die falsche Stimmung rüber. Ich sollte eine Sprache sprechen, die du vielleicht besser verstehst. Welche Sprache ist das? Schwul. Willst du deinen Satz beenden? Gott. Angel. Sag mir, Angel Cakes, was zur Hölle war das? Ich habe im Studio mitbekommen, dass du niemanden hattest, der diesen Deal abwickeln konnte. Ich dachte nur, es wäre ein einfacher Auftrag. Ich wusste, ich konnte sie ausschalten. Baby, was habe ich dir unzählige Male gesagt, Herzchen? In Bezug auf deine Arbeit und meine Angelegenheiten. Komm schon, Boss, ich weiß, wie das abgeht. Es war nur... Was habe ich dir gesagt? Bleib im Studio. Sehr gut. Und wo warst du heute? Nicht im Studio. Sehr gut, Darling. Lass uns jetzt darüber reden, wie du die Arbeit nachholen wirst, die du verpasst hast. Ich kann morgen eine Doppelschicht machen. Ich denke, du kannst gleich hier aussteigen. Stelle dich an diese Ecke und hol die Zeit nach, die du beim Film verpasst hast. Du solltest heute eigentlich einen Gangbang machen. Also, hast du vielleicht eine lange Nacht, Süßer? Ja, Sir. Ist das alles? Was immer Sie wollen, Mr. Valentino. Guter Junge. Jetzt geh raus. Verdammter pompöser Scheißkerl, verfickter... Oh, hallo ihr. Seht... Oh, verdammt, berechne ich extra. Nein. Nein, wir wollen nicht sowas. Ich habe mich gefragt, ob wir ganz schnell mit dir sprechen könnten. Ich stehe unter Zeitdruck, Schwester.
Du musst bezahlen, wenn du meine Zeit verschwenden willst. Oh, ja, sicher kann ich das. Hast du irgendwas an Alkohol in dieser Scheckenkarre? Bist du sicher, dass das auch der ist, mit dem du reden willst? Jawohl, er ist gut. Ich kann mit ihm reden. Also, was gibt's? Wie schon gesagt, ich stehe unter Zeitdruck. Nun? Wie heißt du? Mr. Angel. Angel Dust? Der Pornostar? Ich bin ja ziemlich berühmt, Bitch. War das nötig? Nah. Aber diese Worte neigen dazu, mir einfach herauszurutschen. Mein Name ist Vaggy und das hier ist Charlie. Wir... Die Vagina? Wir haben ein Angebot für dich. Prinzessin Charlie hier hat eines der Gebäude ihrer Familie in ein Rehabilitationszentrum für Seelen wie dich umfunktioniert, von denen wir glauben, dass sie eine Chance auf Erlösung haben. Unser Ziel ist es, eine verdammte Seele in den Himmel zu bringen. Mindestens eine. Nur um zu beweisen, dass es möglich ist. Ist es möglich? Wir wissen es noch nicht. Aha, okay. Aber wir möchten, dass du unsere erste Testperson wirst. Warum ich? Weil du wie jemand wirkst, der seine Lebensentscheidung bereut und an Selbstreflexion und Selbstverbesserung interessiert wäre. Weil wir den ganzen Tag mit Dämonen gesprochen haben und noch niemand zugestimmt hat. Schau, du erhältst kostenlose Mahlzeiten, kostenlose Unterkunft und Schutz vor den ständigen Gefahren der Hölle. Wenn du zustimmst, an den Aktivitäten teilzunehmen, die wir planen, und aufrichtig versuchst, dein Verhalten zu korrigieren. Klingt lahm. Ach, du kannst mir nicht erzählen, dass es dir Spaß macht, am Straßenrand zu stehen und darauf zu warten, dass jemand bezahlt, um... Naja, du weißt schon. Ich weiß es nicht. Bitte beende deinen Satz. Ja, Charlie, er ist kein guter Kandidat. Wir schauen einfach morgen nochmal nach. Hey, wer hat gesagt, ich bin keine gute Wahl? Ich bin die beste Wahl. Ihr Weiber kennt mich nicht. Ich kann sein, was ich will. Dann beweise es. Ich bin dabei. Wirklich? Wirklich? Ja. Ich bin auch 3 Monate mit meiner Miete im Rückstand, also hört sich ein freies Wohnen verdammt gut für mich an. Außerdem wird es so schön sein, nicht jeden Monat den fettigen Schwanz des Vermieters lutschen zu müssen. Charmant. Wie auch immer. Wenn das alles ist, dann sollte ich heute zumindest wieder an die Arbeit gehen. Wenn ihr Mädels nicht fürs Spielen bezahlt, muss ich mich doch darum kümmern. Was ist das? Geld. Für? Dass du uns hilfst. Das ist ein Trick. Nein, dies ist eine Investition in dich. In dir steckt viel mehr, als du denkst, Angel. Wir möchten dir helfen. Okay. Ich meine, ich brauche wirklich keine Hilfe, also... Ja, okay, nun, danke. Wir bleiben in Kontakt, hä? Ja, und dank dir. Sicher. Erlösung. Dumm, Herr Nux.